Ja, und da sind wir schon wieder am Start. Tag der Arbeit, liebe Leute. Wer nicht gerade unterwegs ist, der schaut natürlich MSI. Oder MSI von unterwegs. Wie geil wäre das denn? Wäre eine Option. Ich weiß ja nicht, wie du früher MSI gefeiert hast. Ja, MSI. Yay! MSI feiert, wobei, gibt es ja auch schon seit einigen Jahren jetzt. 1. Mai gefeiert hast. Früher, zumindest da, wo ich herkomme, sind wir immer mit dem Bollerwagen. Ich glaube, das hat jeder gemacht. Und dann schön an See und da grillen. Und da jetzt stellen wir vor, die heutigen Möglichkeiten. Smartphone dabei und dann MSI gucken. Ja. Das ist ein schönes Leben. So gönnt man sich. Ja, wir gönnen uns auch nochmal die Wiederholung aus dem letzten Spiel. War eine ziemlich eindeutige Geschichte. Auf jeden Fall. Fenerbahce hat sich da schnell nach vorne gearbeitet. Gerade Meliodas ist hier hervorzuheben als der Spieler, der es auch wirklich geschafft hat, sein Team so weit nach vorne zu bringen. Aber auch, man muss hier sagen, Zoe war sehr, sehr stark. Also Naul hat da einen guten Job gemacht. Er hat das getroffen, was er treffen musste. Und dadurch steht man jetzt an der Spitze von Gruppe A. Wird sich ja wahrscheinlich noch ändern, weil wir haben heute noch 7 Spiele vor uns in dieser Gruppe. 3 davon werden wir noch casten. 4 haben dann nachher nochmal, ich glaube, Clarks und Kernos oder so. Also wir haben Doppelschichten. Ist das so? Auch frische Caster am Start. Ist er deswegen im Chat so aktiv, der Richtig. Boy? Ja, ne, weiß er Bescheid. Ist er eigentlich schon da? Das ist die nächste Frage. Ne? Mach dich schon mal ready. Könnten schnelle Games werden. Ja, Leute, da haben wir's. Isurus Gaming aus Lateinamerika gegen Fenerbahce natürlich aus der Türkei. Das ist aber jetzt ein Fußballteam. Die kenne ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, die kennt man. Die haben auch schon eine längere League-Historie. Die haben wir schon das ein oder andere Mal auf internationalen Turnieren und Events gesehen. Und diesmal haben sie selber gesagt, werden sie endlich überzeugen, werden sie aus der Gruppe rauskommen, werden sie schaffen, in die Gruppenphase zu kommen und da vielleicht auch zu gewinnen. Ja, nur das Team an sich, beziehungsweise die Spieler haben nicht so eine lange Historie, denn sie haben in diesem Jahr einen komplett neuen Kader aufgestellt und mit dem haben sie den ersten Titel seit 2017 auch gewonnen. Auf der anderen Seite Isurus Gaming, die haben selber auch eine sehr lange Historie, denn das Team, wissen viele gar nicht, besteht seit 2011 und ist damit auch eines der ältesten Teams der Region. Muss man überlegen, im E-Sport sind 8 Jahre wirklich die Welt. Das, wenn ich überlege, dass ich jetzt schon noch länger im E-Sport tätig bin. Ja, einer der ersten. Ne? Wobei, seit 8 Jahren in Berlin. Eieiei. Lang ist her. Ne? Das ist wirklich eine lange Zeit. Das letzte MSI für Isurus war 2017. Und im Übrigen das erste internationale Turnier für Fenerbahce war ebenfalls 2017. Zufall? Ich glaube nicht. Hier sehen wir auch gerade nochmal das Line-Up von 1907 Fenerbahce eSports. Wir haben Ruin auf der Top-Lane, Name, der uns auch bekannt sein sollte. Kira hat man durchaus auch schon mal gehört. Und bei Fenerbahce eSports ist es so, dass sie auf so gut wie jeder Position, außer meistens dem Support, sehr, sehr damage-lastig unterwegs sind. Das heißt, wir haben auch hier wieder ein Team, was durchaus aggressiv spielt, was mit 16-2 einen wirklich guten Split hinter sich hatte, also 16 Siegen, 2 Niederlagen nur. Es sind halt die Top-Teams, ne? Und die Meta war halt auch bisher eigentlich immer mehr auf Snowball ausgelegt. Ich finde es auch cool, wo wir gerade das Bild gesehen haben, die Trikots von Fenerbahce. Ja, die sind sehr an die Fußballtrikots angelehnt, beziehungsweise es sind auch mal andere E-Sport-Trikots. Ne? So E-Sport-Trikots, die sehen fast immer alle gleich aus. Das finde ich mega langweilig. Das ist mal geil. Ja, allein das ist feierbar, in meinen Augen. Ja, haben wir auch Gelb dabei. Ne? Gelb und Fußball ist eh für dich so eine Sache. Ja, Gelb ist, Schwarz-Gelb sind schöne Farben. Ja. Ja, die passen sehr gut zusammen. aber es ist tatsächlich so. Ne? Ist witzig, dass die Trikots sich immer mehr ähneln. Ich finde aber, kennst du so die Trikots aus den 90er Jahren von den Koreanern, die sie damals hatten? Also ich bin 1996 geboren worden, Mori. Also nein. Ach, die hatten so richtig krasse Sci-Fi-Anzüge. Ja, blau-gelb, ja, sieht schwarz aus. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, hier ist Isurus Gaming. Die sind ziemlich blau, was die Trikots angeht. Und haben einen Hai. Wir haben, glaube ich, 2 Teams in der Gruppenphase, die Haie als ihr Teamlogo gewählt haben. Wer da der Stärkere sein wird, das müssen wir natürlich abwarten. Bei Isurus ist es tatsächlich so, dass ich nicht wirklich glaube, dass sie es aus der Gruppenphase rausschaffen. Sie haben aber auch in ihrer eigenen Region überzeugt. Sind da am Ende des Splits nur 4. gewesen, haben es aber trotzdem geschafft, sich nochmal nach ganz oben durchzubeißen.
hat man einiges an Bissstärke bewiesen. Ja. Ja, auf diesen Spruch hat er auch schon den ganzen Tag gewartet. Ich habe darauf hingearbeitet, mein ganzes Leben lang. Ja, I see, I see. Ja, Isurus gegen Fenerbahce. Ich merke schon, einige Fenerbahce-Fans sind am Start. Ja, einige natürlich Galatasaray, aber die haben zumindest kein E-Sport-Teams beim MSI. Ich weiß gar nicht, haben die eins? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube nicht. Die meisten Fußballvereine haben ja eher FIFA-Teams. FIFA, ja, genau. Also in Deutschland, ne? Da ist man ja, da will man ja auch sowas Böses wie E-Gaming und so und dann will man das ja nochmal unterscheiden und das ist komplett geboostet. Virtual Athlete. Ey, das sind Begriffe, ne? Aber ja, E-Sports ist zumindest, guck mal, zumindest im Verhältnis zu den letzten Jahren nochmal deutlich anerkannter als vorher. Ist natürlich noch ein langer Weg, klar, aber die ersten Schritte sind getan. Und es sieht so aus, als wären wir wieder bald in der ersten Pick-und-Band-Phase dieser beiden Teams. Die Coaches sind da, es wird schon mal vorab besprochen, wie das Ganze aussehen und ausgehen soll im besten Fall. Und ich würde mir jetzt halt wirklich wünschen, dass wir bei 1907 von der Fenerbahce Esports auch aggressive Picks sehen. Damit haben sie sich halt bisher bewiesen. Und das wäre cool, wenn wir da jetzt nochmal irgendwas in die Richtung sehen würden. Eine Pokomp hatten wir eben schon. Na, jetzt irgendwas Wombo-Kombo-mäßiges, irgendwas All-In-mäßiges wäre ziemlich cool. Jaden hat auf dem Patch ja auch nochmal einen kleinen Buff bekommen. Der hat Böller-Potenzial, aber ich glaube nicht, dass wir den sehen werden. Wobei ich die Meta, ich glaube Season 7 war das oder so, wo wir Rumble und Jin in der Team-Kombo hatten, ziemlich geil fand. Wo diese extrem Long-Range-Damage-lastigen Engages hatte. Da konnte man einiges mit anstellen. Ja, Vorbereitungen sind anscheinend, wie es aussieht, abgeschlossen. Dann gibt es nochmal die letzten Kommunikationen hier. Oh, schöne Kamerafahrt. Einmal kurz runter aufs Logo gegangen. Kann man machen. Ja, wird sofort losgehen. Ja, wir zeigen euch natürlich hier möglichst viele Live-Bilder, weil ja, ganz im Ernst, Bart anschauen, das will keiner. Richtig. Würde ich auch nicht. Will lieber eine Kombo, mit der man wirklich reingeht. Und das will ich jetzt auch sehen von der Pick-and-Ban-Phase. Oder man diskutiert noch ein klein wenig. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall im Hintergrund mit dem fetten Fenerbahce-Logo auf dem Shirt und der Kette. Style ist auf jeden Fall da. Ja, die Kette, die macht einiges aus. Die hebt das ganze Outfit nochmal nach oben, muss ich sagen. Weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt richtig mit Stereotypen arbeiten würdest, dann müssten die eigentlich mit einem Dreier-BMW vorfahren. Kann man machen. Gibt Schlimmeres. Kann man machen. Ach ja. Wär aber auch mal witzig, ne? So ein Deutsch... Ich meine, es gibt ja so sehr viele Satire-Organisationen. Ne? Es gibt eine Satire-Partei, die auch sehr gut ist. Es gibt zum Beispiel auch, aber wenn du so ein Satire-E-Sport-Team machen würdest, das weißt du, witzig. Mit so deutschen Spielern, die alle so, das Team-Outfit wäre wirklich weiße Sandalen, Sandalen mit weißen gut. Socken und Lederhosen. Das wäre witzig. Das wäre wirklich. Einfach so richtig übertrieben. Müsste man eigentlich mal für so ein Event machen oder so. Ja, so wirklich so übertrieben. So eine Premier-Tour oder irgendwas. Ja, mal sehen, vielleicht wird sowas ja nochmal geben. Die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Ich meine, NA war ja ein guter Vorreiter, was so diese Funny-Events anging. Bei den All-Stars zum Beispiel müsste man einfach einen deutschen Spieler hinschicken, der dann genau in diesem Outfit kommt. Das fände ich schon witzig. Na, die Spieler sind natürlich auch gespannt und wollen, dass es endlich losgeht. Vor allem, weil noch ein langer Tag vor ihnen liegt. Und diese Anspannung ist natürlich nicht so angenehm. Können sonst auch im Zweifelsfall, falls nichts passiert, gleich nochmal auf den Tagesplan gucken, um zu sehen, welches Team direkt danach wieder ran muss. Falls wirklich nichts passieren sollte. Mori, kannst du mal gucken, ob wir Infos haben, woran es liegt? Woran hat es hier liegen? Das fragt man sich im Nachhinein immer. Ja, das fragt man sich. Das kennst du auch, ne? Woran hatte die liegen? Es gibt einfach nur ein kleines Delay. Champ Select Delayed. Kann passieren, ne? So kleine Bugs gibt es ja immer wieder. Aber. Ja, ich meine, das muss man aber auch bedenken. Also, gerade bei so einem großen Turnier, es ist halt extrem viel Technik im Einsatz und es ist ja kein festes Studio. Das stimmt. Das ist ja was anderes. Das muss ja jedes Mal aufgebaut werden. Kurz vorher. Und das jeder Spieler muss halt, oder nicht muss, aber kann seine Maus, seine Tastatur mitbringen, muss seine Einstellung noch anpassen, etc. Nicht kann, das müssen die. Sie müssen tatsächlich nicht. Sie müssen nicht Maus und Tastatur mitbringen. Es gibt Ersatz? Ja, Sie können auch eine Maus und eine Tastatur anfordern. Ich habe mir das Regelwerk vorhin nämlich nochmal durchgelesen. Krass. Und also ich weiß nur, dass zum Beispiel in der LEC auch so ist, da gibt es ja diese Schließfächer. Ja. Es wird immer eingeschlossen. Du musst eine neue in Originalverpackung Maus und Tastatur quasi
quasi abgeben, ja, weil damit man das nicht manipulieren kann. Denn auch auf in Mäusen und Tastaturen sind ja Computerchips, wo man Cheats draufladen kann, beziehungsweise Hacks. Ja, das ist in anderen E-Sport-Bereichen schon passiert. Hallo CSGO. Ja, deswegen muss das alles original verpackt sein. Das wird dann eingeschlossen und du musst mehrere Sets haben. Und dann wird das zum Spieltag erst aus diesem Tresor quasi entnommen, aus diesem Schließfach, ja, unter Aufsicht der Referees. Dann darfst du es benutzen und dann wird es wieder weggeschlossen. Hier gab es die Möglichkeit, praktisch welche anzufordern oder selbst mitzubringen. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch selber neue mitbringen müssen, wenn dann. Ja. Auf jeden Fall. Witzig wäre es natürlich auch, ne? Stell mal vor, einer würde mit einem Trackpad spielen oder sowas. Das wäre wirklich witzig. Oder mit einer Tanzmatte. Na, wir haben auch schon Leute gesehen, die Eis gespielt haben. Hat Maxim eigentlich schon mit so einem Grafiktablet gespielt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat mal mit einem Pen gespielt, aber da bin ich mir nicht sicher. Er hat mal mit einem Zauberstab gespielt. Das hat er auf jeden Fall gemacht, ja. Ich habe letztens noch irgendwas gesehen, wo ich dachte, dass er das durchaus zeigen könnte, aber ich habe vergessen, was es war. Schade. Aber so ein Grafiktablet wäre wahrscheinlich gar nicht so bad tatsächlich, auch so in puncto Skillshots und so. Ja, kommt drauf an. Ne? Also ich glaube, mit dem Stift da perfekt umzugehen, ist immer noch ein bisschen schwieriger. Weiß nicht. Also du musst halt, also, ja okay, du könntest halt... Also du bist halt präziser, ne? Deswegen zeichnen ja die Grafiker uns immer mit so einem Grafikdings. Du könntest ja im Endeffekt dir das Spiel wirklich auf dein Pad legen. Bräuchtest dann nur in der anderen Hand noch die Tastatur. Also, ja. Ich glaube, es wäre ein bisschen unhandlich, aber es wäre auf jeden Fall... Oh, stimmt, es gibt ja diese... Unsere Grafiker haben ja auch diese Monitor, was quasi so Monitor, ja, genau. Und Touch in einem ist wohl... Oh, wow. Daran habe ich gedacht in erster Linie. Wow. Das, nicht so diese ganz alten Dinger, wo du wirklich noch das Pad hast und mit dem Stift darauf zeichnest. Ich werde nächste Woche mal zum Grafikdepartement rübergehen und mal fragen, ob man das mal testen darf. Ich glaube, das ist halt wirklich nicht schlecht, wenn du wirklich in dem Game, ja, mit dem Stift quasi... Kannst doch einfach Katharina fragen, die doch sowas hat. Stimmt ihr das auch? Also da könnte Maxim, ich meine, der sitzt ja wirklich an der Quelle. Ja. Der könnte auch in der Theorie mal, ne? Wäre eine Option. Ja, ist halt echt so. So, wir gucken jetzt erstmal, woran es gerade liegt. Es ist Ingame-Sound, muss nochmal angepasst werden. Und Client-Language. Ja gut, die Client-Language anzupassen, das dauert immer ein Weilchen. Ja, also wenn du sie noch nicht runtergeladen hast. Ne? Ansonsten geht es natürlich ein bisschen schneller. Wir sind ja nicht in Deutschland, da gibt es schnelles Internet. Hoffentlich, weil das ist eine Sache, die durchaus dauern kann. Aber ich kann es nachvollziehen, im Endeffekt gibt es halt Leute, die gerne auf ihrer Sprache spielen. Zumindest ist es halt eine gewisse Umgewöhnung, wenn du das nicht tust. Obwohl die Pros eigentlich alle die Items etc. können und kennen sollten. Ah ja, jetzt nutzt man die paar Sekunden. Kann vielleicht auch nochmal taktisch etwas besprechen. Ich habe auch größten Respekt vor den Schiedsrichtern, muss ich sagen, weil die ja häufig doch schon ein bisschen Kommunikationsprobleme haben mit den Leuten, dann zu verstehen, was Phase ist und das so weiterzugeben, dass man wirklich an den Problemen arbeiten kann, ist halt extrem wichtig. Inzwischen läuft halt auch alles über die Referees, was auf der Bühne passiert. Ja, ist kein einfacher Job, wie du schon gesagt hast, aber das handeln die ziemlich gut. Die erste Begegnung der beiden Teams und dann so lange Pausen. Das ist halt auch für die Anspannung natürlich ein großes Problem. Also die Spieler haben teilweise schon Erfahrung, auch auf internationalen Bühnen, aber... Ja, ich glaube, das ist noch fein. Ich glaube, als Newcomer ist das schon anstrengend, wenn du da die ganze Zeit sitzt und dir denkst, oh, jetzt geht's los. Und dann sitzt du 20 Minuten immer später immer noch da. Aber die vorher auch schon da. Also das ist ja, die sitzen ja schon... Also mitten im Spiel wäre schlimmer. So, ja, das auf jeden Fall. Wirklich, also wenn es jetzt nicht allzu lange dauert, ist immer noch fein. Ich meine, zu Hause passiert es auch mal, dass ein bisschen länger, also gerade wenn du so hohen Elo spielst, ein bisschen länger warten musst, bis du ein Game hast. Ah ja, gut, 20 Minuten Q-Time ist jetzt schon ein bisschen lang. Und zu Hause kannst du wenigstens andere Sachen zwischendrin machen. Weißt du, machst du jetzt zwischendrin noch deine Mikrowellen-Pommes und dann... What? Ja, keine Ahnung. Alter, was bist du? Wie bist du denn drauf? Hast du meine Instagram-Story gestern gesehen? Ich bin kulinarisch richtig weit oben dabei. Boah, nee, ich glaube, da kriege ich Augenkrebs. Warte mal, wenn du schon mit Pommes? Also, ich meine, kriege ich ja schon fast, wenn du was... Warte mal, gibt es noch irgendwas anderes, womit ich dich so richtig aufziehen könnte? Gibt es noch irgendein Essen, was so in die Richtung geht? Ja, I don't know. Also, ich finde das schon echt... Was hältst du von Mikrowellen Reis? So fertig Reis? Was ist... Also, finde ich Mikrowellenpommes schlimmer, weil die ist ja knusprig. Sehr dann so Mikrowellenreis ist ja, der ist ja vorgegart und eine Mikrowelle ist so, um Sachen aufzuwärmen, gar nicht mal so verkehrt. Ja? Aber. Oh.
Es geht natürlich nichts über gutes, selbstgekochtes Essen. Aber was willst du in der Q-Time machen? Na, wenn in der Q-Time 10 Minuten ist, kannst du nicht einfach mal so den Drei-Gänge-Menü zaubern. Es gibt ja was Food-Prepping, ja? Ja, Food-Prepping, Food-Schmapping. Wenn du die ganze Zeit Solo-Queue durchballern willst, ja, weißt du, um zu climben, ja, dann machst du weil dir League wichtig ja, ist. Ja, da machst du eine wunderschöne Chili con Carne. Da brauchst du, ne, das köchelt, während du zockst und ist dann fertig. Wird nicht funktionieren. Du stehst auf, setzt dich an den PC und fängst an zu zocken. Ja? Ja, wann willst du dann Zeit für Chili con Carne finden? Sollen wir das mal als Challenge machen? Uff, würde ich verlieren. Siehst du? Ja, ich habe ja auch dich dann als Gegner. Du kannst ja alles kochen. Du machst mir auch innerhalb von 5 Minuten 5-Gänge-Menü mit, keine Ahnung, Schweinebraten vom Spieß. Da kann ich nicht mithalten. Nee, das schaffe ich in 5 Minuten auch nicht, aber na, es geht, wobei, komm mit der Vorbereitung drauf an. So, geht jetzt. Boah, ist doch schon möglich. Ja, also ne, nicht von Scratch, das geht nicht. Ja, das ist nicht machbar. Die Beleuchtung auf beiden Bühnen ist auch anders, ne? Das rechts sieht so pink aus. Wahrscheinlich rotes Team, blaues Team. Das wäre eine Option. Wobei die Farben halt nicht wirklich rot und blau sind. Vielleicht ist es auch einfach nur, um Unterschied zu sehen bei den Teams. Ja, Isurus. Freunde, da läuft irgendwas im Hintergrund. Ich habe da eine Vermutung, was da im Hintergrund läuft. Das ist vielleicht aus der Halle. Ja, weil wir wollen ja die Zuschauer-Emotionen mit einfangen. Die jetzt deswegen, leise da sitzen. Die jetzt gerade leise da sitzen, deswegen keine Reaktion zeigen. Aber da ist halt ein Mikrofon und das heißt, man hört ja auch, wenn du das Publikum nicht hörst, kurz die Kommentatoren. Weil in der Halle wird ja auch übertragen. Isurus lauert hier immer noch. Na, die Haifische warten geduldig im Wasser. Ja, lass mal wirklich über Haie reden. Ich weiß nicht, wenn ich eins weiß, ist dann, der Haifisch lebt im Wasser. Das ich habe. Ah! Boah, direkt mal Lautstärke auf 1 Million. Bild kurz nochmal ausgemacht. Los geht's, würde ich sagen, mit der Big und Band Phase zwischen 1907 Fenerbahce und Isurus Gaming. Ja, ein bisschen leiser ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Der Unterschied zwischen den Zuschauern und der Pick-and-Bun-Musik ist doch schon immens gewesen. Java wird direkt rausgenommen. Vielleicht hat man da das letzte Game gesehen oder will einfach nur Oddi einschränken. Ryze wird auch nochmal gebannt. Ja, wäre ein starker Flex-Pick gewesen. Es gibt halt einige, die man inzwischen immer noch rausnehmen sollte. Irelia wäre eine Option. Akalien wäre auch immer noch gebannt gesehen, wobei das eher auf die Spieler ankommt. Das stimmt. So, nächster Bann jetzt von Isurus. Da bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Generell ist es natürlich so, dass hier einiges auf dem Programm steht. Katos wird gebannt. Wir haben auch Kirai viel mit Katos gesehen im Split. Also, wir jetzt nicht auf Summoners Inn, weil wir übertragen das ja nicht, aber wer die türkische Liga verfolgt hat, merke schon auch einige Kirai-Fans am Start, ja, wie ich das im Chat gesehen habe. Ja, Kirai und Ruin sind auch die beiden stärksten Spieler bei 1907 Fenerbahce, die im Duo sehr, sehr gut funktionieren, also miteinander gut synergieren, die aber auch beide auf ihren jeweiligen Positionen deutlich über dem Durchschnitt waren, was Schadenswerte anging in ihrer Region. Sind da also wirklich stark aufgestellt und bei ihnen sollte man halt gucken, dass man da keine Carries abgibt. Der letzte Bann jetzt von Isurus. Wenn ich die Tabelle jetzt einschätzen müsste, vorab hätte ich wahrscheinlich gesagt, Fongwu Buffalo auf dem ersten Platz, dann Fenerbahce und die Bomber so auf dem zweiten und dann Isurus. Interessant jetzt auch Kindred, damit zwei absolute Comfort-Buns, beziehungsweise Comfort-Picks für Kirai rausgebannt. Nautilus wird der erste Pick. Kann man in der Mitte spielen, haben wir ein paar Mal gesehen. Auf der Support-Position ist er natürlich auch immer wieder am Start gewesen. Selbst vor dem Buff hat man ihn schon häufiger als Support in Korea gesehen. Top-Lane wäre auch eine Option, aber ich denke hier eher, dass er zwischen Bot-Lane und Mid-Lane hin und her geflext wird. Aber warten wir ab. Ja, das stimmt. Also Nautilus hat ja einige Buffs erfahren. Jetzt haben wir hier die Irelia, die gehabert wird. Und auch eingeloggt. Starker Pick auf jeden Fall. Auch wieder flexbar. Inzwischen kannst du ja fast jeden Pick so gut wie überall spielen, gefühlt. Wobei, für Lee Sin gibt es nur eine Option. Das wäre der Jungle gewesen. Hecarim könnte man durchaus auch noch auf die Toplane setzen. Aber im Jungle
fühlt er sich natürlich deutlich wohler. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was lässt der Turkinator picken für Fenerbahce? Der Name ist halt einfach GG. Azalia wäre eine Option gewesen, aber Jax, damit haben wir höchstwahrscheinlich den Jungler. Ah, oder Jace, dann doch eher die Top-Lane. Hat eben im letzten Spiel sehr gut funktioniert für Fongo Buffaloes. Mal sehen, ob das bei 19.07 auch der Fall sein wird. Bololu jetzt mit dem letzten Pick und es ist Talia. Es wird keine Talia Pantheon Botlane, glaube ich. Ich denke, es könnte, Kirai spielt Talia auch im Jungle. Ja. Also es könnte eine Talia Jungle werden. Kann ich mir auch am ehesten vorstellen. Hat er zumindest im Split auch so gespielt. Interessant wäre es natürlich, wenn Talia Nautilus Botlane gehen würde, weil du hast halt auch einen gewissen CC, um die Leute in der Talia Comp zu halten, aber du hast eigentlich nicht genügend Damage, um diesen Pantheon-Ersatz zu bieten. Das wäre halt übel cheesy. Also ich kann mir wirklich eher vorstellen, dass sie in den Jungle geht. Bei Isuru sehen wir wieder einen Galio. Haben wir ja auch eben schon erlebt. Was bei ihm halt schade ist, ist, dass er nicht mehr diese Schadensreduktion an Teamkameraden mit der Ultimate abgibt. Aber ich glaube, sonst würden wir ihn auch deutlich häufiger sehen. Das stimmt. Er ist ja jetzt noch gebannt. Man sollte sich jetzt für Support-Buns durchaus hier entscheiden. Zumindest für den Galio, damit er es ein bisschen leichter hat. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Nautilus auf die Botlane gehen wird. Wichtig für Fenerbahce auf jeden Fall, dass sie jetzt schon Top- und Mid-Pick höchstwahrscheinlich haben. Denn das sind normalerweise ihre Winning-Conditions. Also sie gewinnen ihre Spiele seltener über die Botlane. Ist wahrscheinlich auch die schwächste Lane, die sie haben. Also die Botlane. Ja. Das heißt, gegen so das Teams... Das ist die andere Seite der Medaille. Ich wollte es jetzt ein bisschen euphemistischer ausdrücken, Bart, aber man worauf kann ich aber hin wollte, ist, dass die Bombers ja eine sehr, sehr starke Botlane haben. Das heißt, da könnte es nachher nochmal interessant werden, wenn 19.07 Fenerbahce gegen die Bombers ran muss. Weil da haben wir eben gesehen, dass FBI eigentlich ziemlich gut war. Hier band man nochmal Morgana, ich habe es angesprochen, Supporter rausnehmen, die gegen den Galio gut gewesen wären. Selbst wenn Nautilus auf die Support-Position gehen kann. Lucian wurde jetzt rausgenommen, um einfach einen aggressiven AD-Carry zu bannen. Man könnte sogar noch Kalista rausnehmen, wenn man das möchte. Ist mit Galio gar nicht so schlecht zusammen und hat dann wieder dieses Early-Game-orientierte. Ashe hat auch ein Comeback mehr oder weniger bekommen. Man entscheidet sich für die Kaiser. Damit jetzt der nächste Pick von Isurus. Sie haben den Last Pick, können sich da also den Irelia-Flex praktisch aufheben. Sollten jetzt dann wahrscheinlich einen AD-Carry picken, außer man will wirklich ein gutes Matchup, aber Baus ist fein. Ist einfach von Grund auf solide. Ne? Selbst wenn er nicht nach vorne kommt, bringt er noch CC fürs Team mit. Bringt eine gewisse Reichweite mit, trotzdem konstanten Schaden. Er ist ein guter Allrounder. Ja, vor allem auch Early-Game-technisch schon stark. Hat hier jetzt so eine sehr Early-Mid-Kombo seitens Isurus. Bin ich gespannt, was die Antwort von Fenerbahce sein wird. Tristana, dann auf jeden Fall Scaling mit drin. Und Braum, es ist tatsächlich, wie wir vermutet haben, Nautilus mit und Talia Jungle. Also damit absoluter Comfort-Pick auch für Kirai. Und der letzte Pick jetzt von Isurus, mit dem sie das natürlich beantworten müssen. Es sollte dann interessant werden, was man wählt, weil Irelia muss entweder gegen Nautilus oder gegen Jason Sejuani. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Sejuani im Jungle und Hacker im Toplane. Wir haben zwar auch schon Sejuani Toplane gesehen, das wäre aber ungewöhnlicher. Hat auch nochmal einen kleinen Buff bekommen, also ist halt ein wirklich guter All-In-Jungler oder beziehungsweise Engage-Jungler, der sehr viel CC mitbringt, sehr viel Reichweite auch mit der Bola überbrücken kann. Das bleibt dabei, dass Nautilus in die Midlane geht. Man könnte jetzt noch wechseln. Wir haben auch schon mal Nautilus Jungle gesehen. Das war eine ganze Meter lang sehr beliebt in Solo Queue, aber das sollte hier nicht der Fall sein. Ja, und damit stehen die Teams soweit fest. Ich finde, die Teamkomp von Isurus ist halt, sagen wir mal, allround-mäßig gut aufgestellt. Sie haben eine Frontline, sie haben guten Damage, sie haben Möglichkeiten, in die gegnerische Backline zu kommen, haben CC. Es ist halt so alles dabei, was du brauchst, auch für einen Teamfight. Auf der anderen Seite hat Fenerbahce halt wieder sehr gutes Split-Push-Potenzial. Allein über den Jace und wenn dann die Talia halt mit der Wall dazukommt und wir wissen, dass das Top-Lane-Jungle-Duo bei ihnen sehr stark ist, dann können sie darüber halt arbeiten und darüber nach vorne kommen. Also ich glaube, wenn Fenerbahce so ins Spiel kommt, wie sie sich hier erhoffen, dann wird das ein Win für sie werden. Im Teamfight sehe ich durchaus Isurus vorn. Ja, wenn sie vorne sind auf jeden Fall. Sie haben das
wie du gerade gesagt hast, Teamfight-Moment. Sie haben auch das Early-Game-Moment auf ihrer Seite. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Scaling-technisch natürlich über die Tristana, Fenerbahce da besser. Das auf jeden Fall. Und mit einem krassen Tank wie Nautilus. Na klar, auf der anderen Seite hast du auch Sejuani, die ist gebufft worden. Trotzdem ist natürlich schwierig. Du hast es angesprochen, so Split-Push, der Jace über den Split-Push und natürlich die Talia, die sehr gut ist bei Split-Pushenden Teams. Also bei Fenerbahce erwarte ich da eher so eine 4-1 Split-Push eben über den Jace mit Talia, die zu Hilfe kommen kann. Mit Nautilus, der es theoretisch kann, über den Teleport. Das ist der Vorteil. Sie spielen mit Doppelteleport, während sich hier Sayer, der Midlaner von Isurus, nochmal für Barrier entschieden hat, interessanterweise. Gleichzeitig hat Fenerbahce ein sehr gutes Potenzial, einfach oder ein sehr gutes Wave-Clear-Potenzial über die Tristana. Sehr guten Push. Und einen sehr safen Push, was wichtig ist, wenn du einen Split-Push spielst, dass du in der Mitte eben safe bist. Ja, Nautilus ist wirklich sicher. Der hat eine Menge CC natürlich, hat auch Möglichkeiten rauszukommen mit seinem Hook. Vor allen Dingen ist er aber tanky ohne Ende. Gerade durch Aftershock. Und dadurch, dass Aftershock ja auch mit Schilden gut funktioniert und mit Nautilus einen ziemlich großen Schild bekommen kannst, wird er schwer zu töten sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass man deswegen keine Ignite mitgenommen hat, einfach weil Sayer hier sicher ist oder sich denkt, dass er keinen Kill bekommen kann. Gegen Nautilus wird das sehr schwer. Da sollte man eher über Roam arbeiten. Und Jace hier vorne gegen zwei Mann, hat aber die Reichweite anscheinend, um es auszunutzen. Es könnte auch einfach nur der Bait sein hier mit dem Galio im Hintergrund. Ja, vor allem Slow ist da halt auch nochmal am Start. Das ist super spannend, super interessant. Heißt natürlich, dass man da erstmal Angelus alleine auf der Lane hat. Ist okay, als Varus ist es machbar. Heißt aber erstmal, er hat den Push gegen sich, gegen den Tristana ohnehin. Und auch Level 2 Vorteil dann gleich auf der Lane für Fenerbahce. Also eigentlich ein ziemlich guter Start, auch dass man da hat schon früh poken können, stören können auf Seiten von Ruin. Da sowieso den Vorteil auf seiner Seite, auch in diesem Matchup. Ja, die brauchte da einfach nur die Hilfe, falls ein Bait gekommen wäre. Wäre es halt unangenehm geworden. Auf der Botlane haben so Tristana Baum etwas besser ranpushen können. Sollte man nicht den riesigen Unterschied machen. Aggressiver Level 2 Jump mit dem Braum hinterher. Die Bombe ist leider auf dem Falschen. Wenn da die Stacks getroffen hätten von Braum und die Bombe auf der Person dann gewesen wäre. Kill gewesen, ja. Oder zumindest hätte man Flashes forciert oder Neal. Also da hätte man schon einiges bekommen können. So glücklich für Isurus, die sich dadurch nochmal aus der misslichen Lage rausziehen konnten. Man sieht aber Slow eben immer noch Level 1. Also er hat natürlich einiges an Zeit XP auf der Lane verloren, dadurch, dass er da Backup gespielt hat. Was klar ist, jetzt Oddi schon früh Topside, aber Kirai ist in der Nähe. Dabei die Krabbe zu machen, könnte also schnell dazukommen. Ruin hat noch Flash, wird hier angegangen. Flash raus, jetzt kommt Kirai mit dazu und da hat man das 2 gegen 2 und kann das Ganze turnen. Bugax keine Chance, der ist down. First Blood für Ruin. Und Oddi, naja, hat er auch nicht mehr viel. Also von daher super gemacht von Kirai, dass er da direkt Topside ist, zum Countergank bereit und Ruin das Ganze auch cool gespielt. Und jetzt ein Jace, der vorne ist. Das wird richtig unangenehm für Bugax. Trotzdem, der Versuch natürlich richtig, dass man hier versucht, einen Jace einzuschränken und ihn halt eben nicht ins Split-Pushen kommen zu lassen. Da sehen wir es nochmal. Der Flash von Ruin gleich sehr wichtig. Er geht halt praktisch auf den eigenen Jungler zu. Sejuani kommt nicht mehr hinterher, weil sie sowohl Dash als auch Flash draußen hat, also kein Follow-up-Schaden. Hecarim allein macht nicht genügend Damage, hätte da vielleicht igniten können, aber selbst das hätte nicht genügt und insofern, ja, hat er sich Ignite gespart. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Regank-Möglichkeit. Jetzt hat Jace aber auf jeden Fall die Oberhand. Hat auch die Reichweite auf seiner Seite. Hecarim will da nochmal für einen kleinen Hit gehen. Der Propeller wird angeschmissen. Damit Conqueror ist er da eigentlich auch gut aufgestellt für konstanteren Damage. Trotzdem wird es gegen Jace einfach sehr, sehr schwer werden. Hier holt man sich jetzt nochmal die Krabbe auf der anderen Seite der Map. Hades. Wird er wirklich vollgepumpt mit Ressourcen? Und eine Tristana, ne, gerade wenn sie früh ihre Level bekommt, hat auch später eine höhere Reichweite als der Varus über die Auto-Attacks und wird halt ordentlich wehtun. Ja. Ja, generell, also das Scaling, das liegt ganz, ganz klar bei Tristana. Bin auch gespannt, wie der Itembild von Varus aussehen sollte, ja, wenn wir ganz ins Late-Game gehen, weil sowas wie Blade of the Rune King ist natürlich immer noch ein Pflicht-Item eigentlich. Wir haben aber schon gesehen, dass häufiger mal ins Late Richtung Crit gewechselt wurde. Knockback hier schön ausgewichen gerade von Bugax, der dadurch sogar nochmal rauskommt.
Oddi kommt mit dazu, aber Bolulu setzt direkt den Ward, man sieht ihn. Und Ruin sogar jetzt schon am Proxy farmen. Ja, weil er gerade den Backup hat, weil er gerade weiß, wo Oddi ist. Ja, Bugax eh weggeschickt, also kriegt er ein super Base-Timing. Bugax verliert einiges an Farm, also der Top-Lane-Unterschied ist jetzt schon gigantisch. Auch zwei Level über ihn und auf der Bot-Lane geht's auch nochmal ab. Hades mit dem Flash und dem Jump, ganz wichtig, hat hier das Ignite auf sich. Hätte noch Heal gehabt, aber natürlich willst du den Heal nicht in den Ignite ziehen. Guck dir das mal an, er hat zwei Level auf der Top-Lane und 30 Farm nach gerade mal 5 Minuten. Zumindest ist Hecarim jetzt aber wieder auf der Lane, wenn Jace einmal zurückgeht. Trotzdem, man sieht den Goldunterschied, gerade doppelt so viel Gold bei Jace ungefähr. Auf den anderen Positionen ist es eher ausgeglichen. Aber das ist genau die Differenz, die du eigentlich haben willst. Du willst hier, dass Ruin nach vorne kommt. Du willst, dass Jace derjenige ist, der das Spiel antreibt. Hat hier schon 2 Platings. Ist natürlich auch nochmal super. Oh, da ist einfach der Snipe. Hätte noch Heal gehabt, hat das hier aber komplett unterschätzt. Da sollte man im Zweifelsfall einfach lieber auf Nummer sicher gehen, den Summoner Spell einsetzen. Ja, nochmal ein schönes extra Gold, was hier der Varus sich snacken konnte mit einem Pfeil. Dadurch ist das Entermesser auch schon fertiggestellt. Midlane ist die wahrscheinlich uninteressanteste Lane, außer wir sehen jetzt einen richtig krassen Gang-Kombo ist da. Aber der Flash direkt von Sayer und der Turn-Versuch hier mit Zetrani, die ist rechtzeitig zur Stelle. Nauti, so tanky ist der noch nicht und der geht down. Damit der erste Kill hier für die Rea. Gut gemacht auf jeden Fall. Schnell reagiert. Auch der offensive Flash hat mir extrem gut gefallen. Dazu die Barrier natürlich eingesetzt. Einiges nochmal abgeblockt. Ja, also da Isurus wehrt sich. Das ist das Team aus Lateinamerika. Damit haben sie jetzt Vorteile auf Bot und Midlane. Toplane natürlich, wie gesagt, Fenerbahce mit einem dicken Vorsprung. Da sehen wir das Replay nochmal. Die Öffnung nicht schlecht, aber der CC hält hier nicht lang genug an. Da konnte man nochmal rausspringen, auf viel Schaden verhindern. Dann Sejani mit dem CC. Mit dem Melee-Charakter schaffst du es natürlich auch schneller, die passiven Stacks raufzubekommen, den Stun wirklich durchzubringen. Oh, und ich habe kurz vorher doch gesagt, die Midlane ist wahrscheinlich am uninteressantesten. Aber jetzt haben wir schon den ersten Kill für Irelia. Für sie natürlich super, wenn sie nach vorne kommt. Man lauert hier direkt wieder. Stun hat aber nicht getroffen. Dadurch wird man hier höchstwahrscheinlich nicht weitergehen. Irelia kann da wahrscheinlich wenig Kills kriegen im Alleingang. 2 gegen 1 schon, solange wie Nautilus keine Tank-Items hat. Trotzdem ist sie aber gut in der Lage, einfach wieder schnell zu pushen, die Wave zu clearen und dann zu roben oder Sejani zu helfen. Top-Lane hier. Der Gang-Knockback trifft schon wieder nicht und die Ultimate von Hecarim sollte reichen, um rauszukommen. Die Thalia-Wall kommt zu spät. Hätte man sie so gesetzt, dass sie in den Tribush geht, hätte man den Weg abschneiden können. So kann man sich da nochmal zurückziehen. Aber sehr schönes Cross-Map-Play jetzt von Isurus, die ihrerseits sofort sagen, okay, Kira ist top, dann holen wir uns den Höllendrachen und der ist einiges wert. Da kann man gerade nichts gegen machen. Der geht hier for free an die Haie. Und ein Höllendrache ist natürlich extrem gut für sie. Sie brauchen später jeden Schaden, den sie bekommen können, sind natürlich nicht schlecht aufgestellt. Da wir haben schon drüber geredet, dass das Scaling vielleicht nicht das Beste ist. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn so eine Irelia später an die Backline kommt und die Ziele sind da halt recht squishy, dass es auch da im Teamfight schwierig werden kann. Kommt ganz drauf an, wie Isurus das spielen kann. Ruin is Jace. 28 Farm vorne, goldmäßig, 1400 Gold vorne. Und da kommt eine gute Bola, wie aus dem Nichts, und damit gibt sie direkt den Kill. Stark gemacht hier, auch direkt die Botlane mit anzugehen, nachdem er sich den Drachen genommen hatte. Kirai zwar in der Nähe, kann hier aber nicht intervenieren. Ultimate von ihm noch auf Cooldown und Hades. Ja, der weiß, warum er sich später eine QSS wird holen müssen. Wieso ist jetzt tatsächlich auf dem Gold gleich auf mit einem 2 Kills mehr. Das ist mutig. Stun kommt hier durch. Glücklicherweise hat Thalia da gerade keinen Mana und kommt auch nicht an den Vasallen vorbei. Top Lane hier, Jace wieder super aggressiv, flasht hinterher, E und Auto-Zack. Und damit war es das für den Hecarim. Eieiei, Rune mit dem Solo-Kill hat hier auch Yomus direkt eingesetzt und man sieht halt bei Bugax, der hat hier gerade mal Ninja-Tabis und das war's an Items. Muss direkt auf die Lane tippen. Und Ruin denkt sich, ja, das Gold nehme ich, baue jetzt vielleicht nochmal meine Schuhe aus, mal gucken, was da jetzt passieren wird.
Ja, nicht mal das. Mehr Schwerter. Mehr Schwerter ist immer gut. Aber vielleicht kann man die auch einschmelzen und sich einen Thron rausbasteln. Währenddessen jetzt Ordi. Lauert auf den Midlane-Gank. Schöner Trade, soweit für Bolulu. Jetzt gibt's aber die Galio-Ultimate und plötzlich den Jungler, der dabei ist. Und da denkt er sich auch, das ist doch hier unfair. Den hatte ich doch solo, aber es ist, League of Legends ist kein 1 gegen 1 Spiel. Teamplay ist das Entscheidende. Und da wird es auch später noch drauf ankommen bei Isurus, die halt im Teamfight da eher sich wohlfühlt mit dieser Kombi. Was macht denn Bugax da? Ja, versucht zu pushen. Kriegt ein Plating, aber jetzt kommt von hinten gleich Ruin mit einem schönen Eröffnungs-Snipe. Jump sollte reichen. Knockback am Start, aber die Ult ist noch ready. Aber kommt er nicht raus? Ja. Ey, da ist er viel zu overstayed. Er weiß doch, dass die gerade Topside kommen. Hat da hier wirklich für das Plating gegiert und jetzt wird nochmal kurz pausiert. Ah, ja gut. Ja, woran liegt es, ist die Frage. Sind es hier die Ingame-Sounds? Woran hat es gelegen? Kann sein, dass da wieder irgendwas nicht richtig funktioniert. Und Ingame-Sounds sind manchmal wichtiger in League, als man denkt. In Shootern wissen wir alle, okay, du musst auf Steps hören, du kannst hören, wo die Gegner sich aufhalten. Tempos gibt es auch Steps in League. Das wäre zu krass. Also es gibt es ja so teilweise, du hast ja solche Sachen wie ein Teleport oder so, wenn du siehst vom Sound. Also wenn du es am Anfang siehst, dann weggehst noch. Aber es gibt halt auch Skills, bei denen es super wichtig ist, zu hören. Zum Beispiel die Ult von Bart, ja, bei mir bestes Beispiel, als Bart-Main. Bei der hörst du praktisch, wie lange sie dauert. Ab einem gewissen Punkt weißt du, okay, du kannst einfach deinen Stun hinterher setzen und hast das perfekte Timing. So, das ist eine Sache, wo das Hören tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Auch bei anderen Dingen wie Sonjas zum Beispiel oder so, ist das super wichtig. Da kannst du nicht einfach ohne spielen. So, bald wir natürlich Infos haben, sagen wir euch Bescheid. Es gab natürlich auch schon schlimmere Bugs, ne? Wir erinnern uns alle an den Ori-Ball, der unsichtbar war. Es gab auch schon Bugs, dass einfach Champions auf der Minimap woanders angezeigt worden sind, als sie eigentlich waren. Das war auch extrem nervig. Also da gab es einige Probleme, die aufgekommen sind. Aber so ist es halt, ne? Ich glaube, es gibt kein Spiel, was keinen Bug hat. Außer Oblivion. Oblivion war perfekt, so wie es war. Hey, Minesweeper. Oder stimmt, Solitär. Im Minesweeper habe ich noch nie einen Bug erlebt. Oder Solitär. Ja gut, Solitär. Oder hast du schon mal einen Tetris-Bug erlebt? Ja. Echt? Ja. Nice. Es gab schon mal einen Tetris-Bug. Krass. Genauso wie bei beim Flippern. Gab es auch schon Bugs. Nee, beim mechanischen Flipper? Nee, nicht beim mechanischen, sondern bei dem, was du immer vorinstalliert auf dem PC hattest. Mechanische Flipper, wenn die Teile nicht so teuer wären, hätte ich schon längst einen. Das wäre geil. Wollen wir zusammenlegen? Wir kaufen einen für hier oben im Büro. Das wäre richtig geil. Das wäre wirklich nice. Du weißt, da bist du bei einem mittleren vierstelligen Betrag, nee, eigentlich schon eher höher. Wahrscheinlich schon. Weil die Dinger werden ja nicht mehr produziert und ich weiß nicht warum. Ich meine, ihr seid doch alle Influencer, ihr seid doch alle reich, oder? Ja, aber vielleicht müssen wir das ja auch für, ne? Gewerbliche Zwecke. Könnt ihr mal Freaks fragen. Blackjack und Hookers. Oder Maxim ausgeben. Baut ein. Bastelboys. Das wäre insane. Ich glaube, das ist ein bisschen. Einfach ein Summoners in Flipper. Mit unseren Soundeffekten. Das wäre so sick. Ja, das ist so Moris Kochecke oder so. Würde ich richtig feiern. Aber ich glaube, da spreche ich nachher mal drauf an. Ja, wir kümmern uns aber erstmal wieder ums Spiel. Das geht natürlich weiter, glücklicherweise. Und der Herald ist das Ziel der Begierde gerade für Kirei. Und sehen, was man damit anstellen kann, weil der First Blood ist immer noch nicht gefallen. Wird er jetzt aber bald mit der nächsten Wave, ist das auf der Toplane wahrscheinlich schon geschehen. Sejuani kann es auch nicht deffen. Ja, das ist der First Blood für Jace. Optimal. Viel besser kannst du als Jace kaum ins Spiel kommen. Nee. 3-0, direkt in First Blood Turret mit sämtlichen Platings. Wir haben es noch vor Minute 14. Kirei holt sich daraufhin eben den Herald, wie von dir schon bereits angesprochen. Und wird dann damit wahrscheinlich, ist die Frage, ob er auf Mid oder Bot geht. Ich würde auf Mid gehen wahrscheinlich, ja, weil der Midlane-Turm meistens ein bisschen schwieriger zu nehmen ist. Laut eBay gibt es schon einen ab 500 Euro. Ja, du musst wahrscheinlich drauf bieten und dann erhöht sich der Preis oder das Ding funktioniert nicht. Oder ist so ein nicht so guter Flipper. Ich hätte jetzt beinahe einen Kraftausdruck verwendet. Ich glaube, Sager spielt da Irea sogar mit Wits End.
wäre natürlich eine Möglichkeit. Das stimmt, das neue Wit's End. Ja, um gerade halt auch gegen den magischen Schaden vorzugehen, der ihm hier bisher sehr zum Bedrängnis wurde. Bin ich gespannt, ob man sich da für einen wirklich komplett anderen Itembild entscheiden wird. Also das ist normalerweise bei Irelia sehen, aber das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade ab dem Patch. Schöne Adaption auf jeden Fall, ja. Direkt den Wit's End Buff ausnutzen. Kirai ist auf der Bot-Side. Man hat hier gewardet. Man sieht Oddi gerade ganz woanders. Das nutzt Rune auch. Oh, Rune ist halt so insane im Game. Der stealt sich da einfach mal den Red Buff, weil das kann. Hat die Top-Lane so hart reingepusht schon und rotiert jetzt Mitte. Kommt jetzt zu Hilfe. Das ist ein anderes 2 gegen 2, als dass man das erwarten würde mit 2 Solo-Lanern. Und das böllert rein. Da siehst du Knusper, Knusper, Knäuschen. Ja, wer knabbert an, was ist das eigentlich für ein Reittier? Keine Ahnung. Irgendwas Urzeitmäßiges. Auf jeden Fall wichtig, dass der Jace da gerade zugekommen ist. Der Snipe war auch stark. Also er hat Irelia praktisch aus dem Fight einfach rausgenommen, weil sie zu viel Damage bekommen hat. Dadurch konnte man hier nicht weiter kämpfen, kann den Tower jetzt auch nicht weiter verteidigen. Es gibt nochmal ein paar leckere Platings for free und wahrscheinlich auch lecker, den Turm. Lecker, 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 lecker. Easy. Also das ist ein wirklich großer Lead, den man gerade durch den Jace rausholen kann. Der hat auch bald sein zweites Item fertig. Fühlt sich dann nochmal wohler. Aber bisher geht dieser Hecarim-Flex nicht wirklich auf. Aber wenn da noch ein Dash durchkommt, ist es richtig bitter. Zum Glück schafft man es, den vorher zu vernichten, den er will. So, was passiert auf der Botlane? Da ist man natürlich gut vorne seitens Isurus Gaming. Entscheidet sich da auch für den Engage. Oddi ist unterwegs. Brown wird es hier nicht machen können. Ha, das ist ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack. Schafft es aber mit dem Jump zumindest nicht erstmal an den Turm zu retten. Und da ein bisschen weit vorne, der gute Slow. Deswegen muss er flashen. Kirai kommt, die Combo zu kurz gesetzt. Die Szene, sobald... Aha, das Slow, das ist wieder ein netter Trap-Versuch. Der hat bisher noch weiß, dass Oddi in der Nähe ist, Kirai allerdings auch. Damit muss man rechnen, dass es ein Bait ist. Man ist in Unterzahl, Kirai knüppelt da sein Combo schon mal raus. Also, ja, interessant, was hier passiert. Jetzt Oli geht er nochmal im Kreis, nochmal schön einmal um Pudding rum. Da hat Kirai gerade zweimal seine Combo verfehlt. Das erste Mal war, glaube ich, einfach nicht nah genug dran, um das wirklich sicher durchzubringen. Beim zweiten Mal hat er durchaus noch treffen können, wenn er ein bisschen länger gewartet hätte. Aber ja, bisher sieht es für 1907 Fenerbahce gar nicht so schlecht aus. 2000 Gold mehr, die aber zum größten Teil wirklich auf Jace liegen. In der Midlane steht Irelia auch ganz gut da, Botlane läuft auch nicht schlecht, also das Game ist bei weitem nicht so eindeutig wie das letzte, was wir gesehen haben. Den Drachen gibt es hier wieder für Fenerbahce, die haben sich bisher so gut wie alle Objectives holen können, nur der erste Drachen ging an Isurus. Guck dir mal die Toplane an, ja? Nicht ein Item fertig, auf der anderen Seite schon 2 Items ausgebaut. Natürlich ist Trinity Force um einiges teurer als Yulmos, aber man merkt, dass der Hacker ihm einfach extrem behind ist. Und er wagt es sich auch gerade nicht wirklich weit nach vorne vorzugehen. Ohne Tower im Rücken wird es für ihn halt schwer rauszukommen, außer er ultet. Da sehen wir gerade den Goldunterschied. Hat sich in den letzten paar Minuten nochmal ordentlich gesteigert. So, und jetzt die Frage. Was ist die nächste Option, außer hier wieder ein Catch zu landen? Brau mit dem Shield, der jumpt nicht schlecht. Der Knockback von Thalia hätte hier gerade fast den Galiotorn nochmal auf Reichweite gebracht. Man will hinterher. Tristana mit dem aggressiven Jump. Irelia ult geht daneben. Und jetzt Bolulu kommt da gerade Nautilus. Starker Hook. Follow-up-CC ist da. Und von Nautilus kommst du einfach nicht mehr weg. Hier jetzt nochmal Irelia, die aggressiv versucht, da Kills rauszuholen für sein Team. Einen bekommt man auf Setrani. Kann man da rauslaufen? Nein, der Hook ist rechtzeitig zur Stelle. Ist da nochmal hinterher. Das ist ein wirklicher Schlagabtausch gerade. Bombe auf Galio. Aber die wird hier nicht reichen, um den Kill mitzunehmen. Und meanwhile Toplane. Okay, kann man einfach mal die Stopwatch, na, für die Style Points. Lecker. Das war, glaube ich, ein kleiner Missklick. Ein Kill gibt's trotzdem. Rune zerstört die Toplane. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wirklich ein Style Play war. Ob oder er einfach die Trudagel resetten wollte. Also, das war ein bisschen weird. Aber okay, kann man machen. Kill bekommt er trotzdem und auch den Tower. Man könnte jetzt über einen Lane Swap nachdenken, weil alleine bekommst du den Tier 3 Tower normalerweise nicht. Also Rune marschiert da einfach durch, als hätte er keinen Gegner. Das ist... wow. So, hier sehen wir es also. Hier die Ultimate nicht schlecht. Natürlich, man unterschätzt aber die Tankiness des Browns mit Schild und dem Jump. Dann will man das Ganze natürlich turnen. Man hat unten den Teleport, deswegen hier der offensive Jump von Hades, der dann direkt flashen muss, um nicht von Irelia gestunt zu werden. Aber da ist ein Nautilus, der schnappt sich da in AD Carry, der ist down. Und jetzt die Frage, warum fightet man das? Man giert hier natürlich nochmal für den Kill, aber
wir zeigen dafür die Toplane nochmal. Das war wirklich, also entweder aus Fettfingern oder es war halt ein Play, das stylmäßig war. Das war einfach, guck mal, ich spiele ohne Stopwatch. Ja. Frage ist, ob man es später vielleicht nochmal gebraucht hätte, aber das werden wir dann natürlich sehen. Naja, er hat ja immer noch eine Stopwatch im Inventar, die ist halt jetzt kaputt, aber... Die wirst du nicht mehr nutzen können. Na, zeig dir nicht mal mehr die Uhr an, die Uhrzeit an. Also insofern. Naja, das hat eine Stoppuhr noch nie getan, aber. Richtig. Aber vielleicht ist es so eine krasse Smart-Stopwatch. Ich kann halt mehrere Sachen. Kannst du auch League drauf gucken? Ich kaufe mir in League auch mal eine Smartwatch. Das wäre halt witzig. Oh, League mit einer Smartwatch spielen. Das ist ja auch eine Option für Maxim, ja. Weiß ich gar nicht. Kann man eine Smartwatch als Eingabegerät benutzen? Ich meine, du kannst drauf tippen, also es hat einen Sensor, klar, aber ich glaube nicht, dass du es einfach so coden kannst, dass das funktioniert. Aber widmen wir uns eher den mechanischen Plays hier bei League und Techniken, die man hier noch raushauen kann. Bei Isurus wäre es eine Teamfight-Option, die ich immer noch sehe, vollkommen bei Ihnen. Jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Nocturne Ultimate. Das liegt übrigens nicht an uns, das liegt am Clean Feed. Ah, jetzt schön gemacht, die Talia Wall. Oh, das ist der Kill. Kirai mit dem Kill-Teleport, also ein bisschen Overkill hier. Außer man will direkt Richtung Baron rotieren, der ist aber erst in 1.30 da. Also Hades, da muss man jetzt einen guten Teamfight landen. Geultet worden. RIP. Und ist tot. Im Vorbeigehen schlagen en passant. Ich dachte gerade schon, wir wären bei Minute 20, aber durch die Pause zwischendrin sind wir gerade wirklich erst noch in Minute 19. Nicht schlecht hier, dass man den Galio einfach sidesteppt. Der Slow ist drauf, genauso wie der Stun. Und dann gibt es hier nochmal einen Kill. Teleport von Jace hätte man sich wirklich sparen können. Weil der wird jetzt nicht rechtzeitig wieder da sein, um praktisch gleich um den Baron zu kämpfen. Wenn man die Intention hatte, wirklich danach nochmal einen Teamfight zu starten, den zu gewinnen und damit halt den Baron vorzubereiten. Okay. Ansonsten eher fragwürdig, weil ich glaube nicht, dass man Jace da zwingend gebraucht hätte. 401 Jace ist schon böse. Wahrscheinlich würde er sich gleich Guardian. Noch mal ein bisschen Magieresistenz jetzt dazu und hier sehen wir nochmal den Overkill. Hook trifft nicht, aber da ist jetzt eine Wand. Da ist die Matrix mal eben neu gecodet worden. Seiya sieht nur noch die schwarze Katze und Hades hat gleich nur noch den grauen Bildschirm. Oh, das war eine sehr gute Bola. Wenn er da früher mit der Ult gearbeitet hätte, wäre er vielleicht rausgekommen. So ist es ein 2 gegen 1 Trade, mehr oder weniger. Galio hier, wunderbar gesidestept von Ruhlen, der gerade wirklich ein Top-Spiel hinlegt. Und da kann dann Slow nichts mehr machen. War einfach zu langsam. Hat sich da nicht zurückziehen können. Ist halt echt so, ne? 20. Minute, 3 Items Jace. Ja, das ist wirklich krass. Ja, da kannst du ja wirklich sagen, Knüppel aus dem Sack. Es wird halt jetzt sehr schwer werden, ihm irgendwie Einheit zu gebieten. Das wäre jetzt noch besser, wenn er Botlane pushen könnte und dann mit dem Teleport dazukommen würde. Bei den Drachen wird schöner man Zeitsprung auch so bekommen, denke ich. Da hat jetzt jemand mit dem Timestone gespielt. Oh, den nimmt man sich ja auch nochmal for free mit. Oh, Blue Wolf gibt es ja auch nochmal. Also, Fenerbahce Esports ist da gerade weiter vorne, man merkt es auch im Gold, 4000, das ist wie schon gesagt nicht so eindeutig wie das letzte Spiel, aber sie haben hier gerade sehr viel Freiheiten. Die Vision von 1907 Fenerbahce auch sehr stark, jetzt wieder die Wall, die Radia geblockt. Flashbacks, Flash noch auf Cooldown und so muss er hier einfach zusehen, wie er da gemacht wird. Jetzt wäre ein Teleport, Kyle. Na, den Tower sollte man aber trotzdem Rune hat aber unter Druck Teleport setzen Cooldown können. Flash, damit die Bola nicht getroffen. Bolulu nutzt hier sein Stundenglas. Die Ulti. Ja. Und man kommt hier einfach viel zu einfach raus. Weil einfach ist. Ne? Genau. In der Midlane setzt Tristana den Turm nochmal unter Druck. Hat noch nicht genügend Schaden, um dem wirklich viel Damage zu machen. Aber immerhin. Mühsam nennt sich das Eichhörnchen, auch wenn Tristana keins ist. Man schafft es hier, immer weiter nach vorne zu kommen. Immer mehr von den gegnerischen Türmen mitzunehmen. So, und Bolulu kann hier noch so ein bisschen klöppeln mit seinem Anker, aber ist jetzt nicht als Turmzerstörer bekannt. Anders als Ruin, der die Topline einfach runterspielt. Weil er es kann. Weil er keinen Gegner auf der Toplane hat. Ja, bisher ist es halt einfach nur ein zahmes Pony, was da halt wenig macht. Und Jace hat da einfach deutlich bessere Möglichkeiten. Rotation hier wieder zum
1-3-1 mehr oder weniger. Man kann Tristana auch als split-pushenden Charakter einsetzen. Sie kommt alleine recht gut klar, solange wie sie ihren Rocket Jump und die Ultimate zur Verfügung hat. Genau das hat man ja eben probiert. Ist eigentlich eine gute Adaption, gerade weil du mit Talia recht schnell wieder am Start bist. Nautilus kann auch über größere Distanz aus mit der Ultimate machen. Kann natürlich nicht mit einem Galio oder so mithalten, klar. Aber trotzdem hat man da einige Optionen. Jetzt baut man die Vision weiter um den Baron auf. Clear doch den Control Ward, Junge. Na, traut er sich natürlich nicht. Hat er. Weiß ja nicht, wer da noch so auf ihn lauert. Der Japone. Japone? Wie spricht man das richtig aus, Bart? Du fragst mich, wie man Namen richtig ausspricht, Mori. Ja, offensichtlich. Ich würde Japone sagen. Es klingt ein bisschen Japone. Wie Al Capone. Al Capone und dann mit dem Mafia-Broms. Oder Japone, ja, aber keine Ahnung. Also Name, wahrscheinlich ist es eher Japone. Aber Name und ich, wir haben eh so unsere Schwierigkeiten. Rapante. Ja. Das, ich weiß nicht mehr, wie ist der Komiker, der das gemacht hat? Der hat auch den Eisbären gehabt, ne? Mega witzig. Was, Reni? Nee, Reni Marik nicht, ne? Ah, du, Namen und ich, Mori. Das sind unsere Schwierigkeiten, habe ich das schon mal erwähnt. Top Lane versucht mir jetzt den Tower noch mitzunehmen. Irelia ist dazu eigentlich ganz gut in der Lage, vor allem mit der Unterstützung von den Sejuanis. Oh, Bololu. Stundenglas ist da. Minions geklärt, der Turm hilft mit, deswegen willst du natürlich CC. Und nochmal einen Turmschuss, aber einer zu wenig. Und Seiya kriegt den Kill hier. Und jetzt versucht man Botlane zu pushen, da kommt Hecarim, Ruin, fällt seine Q und so langsam aber sicher tut auch der Hecarim weh. Wird hier nochmal zurückgeworfen. Also wenn er die Q misst, kann Hecarim da sogar was machen. Jetzt hier, Talia, wenn sie wüsste, dass da jemand im Busch steht. Aber sie weiß es nicht. Ja, sehr hast du gesehen. Netterweise hat sich Olli da schon verkrümelt. Boah, aber den lässt man leben. Man muss ja in letzter Zeit zu viel leiden. Es ist bei ihm tatsächlich eben Wits End geworden. Und dann ist er schon am Ende der Weisheit, wenn es darum geht, dieses Spiel noch zu turnen. Na, Isuru arbeitet sich da gut wieder zurück ins Spiel. Jetzt ist inzwischen Trinity Force bei Hecarim fertig, also er kann sich auch besser zur Wehr setzen. Auch Sejuani ist ziemlich tanky mit dem Gargoyle Stoneplate. Baust auch 2,5 Items und es wird jetzt mehr Richtung Crit gehen. Du willst, wie schon gesagt vorhin, immer Blade und Rageblade zusammen haben bei ihm, einfach weil er auch sehr von den On-Hit-Effekten profitiert. Aber danach, um mithalten zu können, um im Late-Game relevant zu sein, ist Crit schon nicht verkehrt. Es wird hier wahrscheinlich Runans werden, könnte ich mir vorstellen. Und danach werden wir weitersehen. Aber es ist auf jeden Fall langsamer geworden, das Spiel. Immer noch 5000 Gold Vorsprung für 19.07 für Nabatsch, aber die brauchen halt eine Weile, ne, um da wirklich weiter einen Vorteil zu kriegen. Weil bisher, so gefühlt in den letzten 5 Minuten, ist halt maximal ein Tor gefallen. Ja, ist ein bisschen langsamer geworden, das Spiel natürlich. Auch weil die Zoros hier jetzt häufiger gruppiert und ja, Rune eben auf der Toplane schon alle Türme bekommen hat. Da ist jetzt nicht mehr viel. Ja, man sieht den Gegner. Und weiß, dass sie hier haben trappen wollen. Weiß natürlich auch, dass sie dort stehen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn du sie nicht siehst, denn der Drache ist live. Den will Fenerbahce sich auch sichern. Rune ist schon rotiert, hat die Toplane massiv reingepusht. Das heißt, Bugax müsste jetzt runterlaufen, das tut er auch. Dafür jetzt einen Teleport zu nehmen, wenn der Baron live ist, wäre grob fahrlässig und damit der zweite Höllendrache für Fenerbahce. Haben wir auch der Damage-Bonus nochmal höher als der von Isurus, aber hätte Isurus die eigentlich wirklich gut brauchen können. So muss man erstmal ohne klarkommen. Und der Tristana-Damage an sich ist halt eigentlich schon hoch genug. Hier bald ihr drittes Item, das wird ordentlich spiken, ordentlich wehtun. Und die Varus-Pfeile, die kitzeln inzwischen nur noch Tanks im Raum. Trotzdem ist Vorsicht angesagt. Der Twitch diskutiert immer noch über Flipper. Weiß nicht, Flipper sind ja auch cool. Hat jemand von euch einen Flipper? Will er ihn eventuell kostenlos am Mori abgeben? Dann meldet euch jetzt. Niemand hat von kostenlos gesprochen, aber hey, nehme ich auch. Oh, Bola trifft nicht. Und jetzt direkt der Re-Engage. Schöner Hook hier nochmal. Galio Ultimate, da muss man sich erst zurückziehen. Die Kombo von Talia kommt durch, damit der erste Kill für Tristana. Nächster auf die Irelia und damit ist der Fight eigentlich für Isurus schon gegessen. Hecarim wurde sogar auch nochmal. Ja, Hecarim hat hier den TP abgebrochen von Ruin. Stundenglas ist da und jetzt geht es natürlich weiter. Auch Kirai nochmal im Stundenglas und da ist der Shutdown. Rune pusht währenddessen weiter und auch Hades weiß, wie er jemanden in die Unterwelt schicken kann. Allerdings muss er dafür seinen Support opfern.
Knapp, also am Ende hat man dann nochmal 4 bekommen, muss man sagen. Gut gespielt von Varus hier an der Stelle, der nochmal 4 Schaden machen konnte. Aber Varus, ne, mit Nautilus hier in der Combo hat die Tristana nochmal 4 reißen können. Das Problem ist halt einfach, dass man Varus nicht rangekommen ist. Wenn da die Ult noch ready gewesen wäre, vielleicht. Es fehlt einfach jetzt der Botlane-Inne, weil Rune so ein krasser Typ ist. Ja, aber genau das ist ja das Ziel von einem Jace. Na, du willst halt wirklich, nicht wirklich teamfighten, sondern Split pushen und den Inhib bekommen. Und das war optimal. Also ein Botlane-Inhib zu verlieren, wenn der Baron live ist, ist super bitter. Ich würde mir ein Replay wünschen. Ja, wir haben es unten im kleinen Bildschirm gesehen, währenddessen der Hauptfight war. Aber ja, vielleicht kommt das. Vielleicht wird dein Wunsch ja noch erfüllt. Ich will auch eher ein Replay vom Hauptfight, weil da sind ein paar wichtige Sachen passiert, gerade vom Positioning. Aber man sieht halt auch, dass Varus genügend Damage macht, um die Gegner hier zu bedrohen. Und man hat eine Menge CC bei Isurus. Das darf man nicht unterschätzen, weil CC ist so wichtig. Selbst wenn der Gegner vorne liegt, wenn er CC'd ist, wenn er sich nicht bewegen kann und einfach den Schaden von dir entgegennehmen muss, dann bringt ihm der ganze Feed und das ganze Gold wenig. Deswegen auch hier QSS bei Jace, weil er eben weiß, dass ihm der CC gefährlich werden könnte. Ah, Botlane pusht natürlich unermüdlich, was halt sehr, sehr gut ist, wenn der Baron live ist. Oh, slow, musst du aufpassen, dass man dich da nicht catcht. Und jetzt wird sogar der Red Buff. Oh, einfach gestealt, aber das ist teuer. Das war ein richtig teurer Red Buff und ein kurzes Vergnügen. Rune wird jetzt auch nochmal gestunt, muss über die Wand flashen. Kirai da vielleicht ein bisschen zu gierig, kriegt den Hals nicht ganz voll. Bis auf Nautilus sind halt einfach alle squishy und selbst Nauti profitiert halt mehr von den Resistenzen von Aftershock, weil er sich halt eher für eine AP-lastigen Build entschieden hat. Das sehen wir häufig bei ihm in der Midlane, ist auch gut so. Du hast den Dash, den du nochmal zusätzlich brauchen kannst, den du auch gut einsetzen kannst, weil so gut wie alle Projektile treffen, wenn der Gegner vor dir festgehalten wird. Auch Sonja ist es für ihn nicht verkehrt, aber insgesamt, Iso ist killmäßig jetzt wieder fast ausgeglichen und viel Goldener Sheet hat man hier nicht mehr. Jetzt die Rea dabei zu pushen, Sejani ist auf dem Weg. Und oben im Busch hat eigentlich jemand gelauert, aber man weiß, dass gegen Irelia man gerade lieber nicht antreten möchte. Braum ist squishy. Natürlich ist Braum squishy. Die hat ein Item. Das ist ein Supporter. Was erwartest du? So, hier der Knock-Up. Oh, der Hunger nicht gesessen. Flashback. Hades hinterher. Der Junge gönnt sich. Kriegt den Jump-Reset. Schafft es hier tatsächlich nochmal raus. Slow versucht da reinzugucken. Und jetzt geht der Bugax rein, als hätte er ein flammendes Schwert mit seinem Pferdchen. Oh, aber in der Zwischenzeit Oddi nochmal abgeholt. Bitter. Und einer nach dem anderen geht hier down. Ja, und da merkst du, das ist vielleicht nicht die beste Idee, mit dem flammenden Schwert einfach reinzulaufen. Das war close. Also viel knapper, als es hätte eigentlich sein müssen. Gerade dadurch, dass man natürlich vorher Talia verloren hat. Klar, sollte jetzt im besten Fall auch nochmal ein paar Türme einbringen. Den Baron könnte man überlegen zu machen. Man ist aber gerade so low, dass es einfach deutlich sicherer ist, wenn man pusht. Und die Todestimer sind sehr lang. Will Kirei da noch weitergehen? Ich glaube eher, dass er einfach nur den Galio hinten halten will, dass er den Tower nicht deffen kann. Obwohl, 10 Sekunden auf Irelia, das will man hier anscheinend durchziehen. Kill auf den Galio. Erster Nexus Tower down, der zweite fällt auch binnen weniger Sekunden und das ist Game. Das war's. 19:07 Fenerbahce eSport, einfach mit einem so schnellen Finish am Ende. Da kann man einfach nicht mithalten, ne? Ihr Logo, der Stier, wenn mich nicht alles täuscht, die sind hier einfach mit den Hörnern voran durchgelaufen. Da ist der Hai nicht hinterhergekommen. Nee. Ja, Stier, größer Hai. Das lernen wir. Da hat Isurus tatsächlich kein Land gesehen in diesem Spiel. Wow! Wobei das eigentlich gut ist, weil fühlt sich im Wasser ja deutlich wohler. Aber für sie war es ja natürlich nicht gut. Ne? Er ist halt nicht auf keinen grünen Zweig gekommen. Oh Mann. Ich sehe schon, Mori. Wenn wir noch 2 weitere Games haben, dann steigert sich das Ganze wieder ordentlich hoch. Auf jeden Fall, starkes Game, muss man sagen, von 19:07 von der Budget eSports, aber viel wichtiger, starkes Game von Ruin. Er hat das wirklich gut runtergespielt. Hat den Jace-Pick zu 100% so ausgespielt, wie es sein soll. Hat mir wirklich gut gefallen. Auf der anderen Seite muss man sich aber nicht verstecken. Na, man konnte gegenhalten, die Irelia hat nochmal gut funktioniert. Und ich glaube, auch wenn das Game noch so gute 10 Minuten länger gegangen wäre, hätte man das wahrscheinlich abgegeben. Aber damit haben wir jetzt 2 Teams, die gerade gleich auf sind. Zweimal 2 Teams, die gleich auf sind. Bisher Fenerbahce und auch von Buffalo diejenigen, die einen Sieg haben. Auch die Teams, die ich als die stärkeren eingeschätzt hätte in der Gruppe. Ja. Wir können mal ganz kurz auf den Tagesplan gehen, um zu gucken, gerne, wann die gerne sich als nächstes begegnen. Denn wir werden jetzt einmal Fongo gegen Isurus haben. Das heißt, Isurus kriegt jetzt nochmal direkt einen sehr schweren Gegner. Und danach Fenerbahce gegen die Bombers. Also für beide Teams, die jetzt gerade 1-0 stehen, besteht die Möglichkeit, dass sie gleich 2-0 gehen. Und damit sich halt schon mal einen sehr guten Platz in der Gruppe sichern.
Vorher müssen wir natürlich gleich nochmal ein Päuschen machen und ihr seht auch schon, wir haben danach praktisch noch die Rückrunde im Anschluss. Also wir haben heute sowohl die Hinrunde als auch die Rückrunde. Und da wird gerade eingeräumt. Willst du nochmal gucken, von wem die Tastaturen und Mäuse sind, weil wir vorhin die Diskussion hatten? Nö, ich wollte es einfach nur nochmal zeigen, wie das halt funktioniert, dass das in diese Kiste kommt und dann weggesperrt wird. Ja. Ja, weil wir reden ja nicht nur, ja, wir zeigen ja auch, Leute, das ist dass richtig. Wir da, wisst, der Mori, der labert nicht nur Quatsch. Nicht nur, das war wichtig. Ja. Ja. So sieht's aus. Also, wie du schon gesagt hast, kurzes Päuschen, Leute, nutzt das Ganze nicht unbedingt für Mikrowellenpommes, das macht nur der Bart und wir sehen uns dann gleich wieder mit dem nächsten Spiel.